Herzlich willkommen zu Do It Yourself mit Amber. Heute zeige ich euch, wie ihr diese zuckersüßen Schleifchen hinzaubert. Ein Beispiel dafür, wie es dann auf euren LPS aussieht, seht ihr hier bei mir. Einfach hinreißen, nicht wahr? Und das braucht ihr dafür. Ein Band in eine Farbe nach eurer Wahl. Drei Lumens für den Fall, dass eins der beiden reißt. Ebenfalls in eine Farbe, die zu dem Band passt. Eine Schere, mit der ihr gut schneiden könnt. Und die gut Stoff schneidet. Und viel Geduld. Schritt 1. Nehmt das Band und schneidet es ca. 3 cm oder auch 4 cm ab. Schritt 2. Faltet die beiden Hälften des Bandes so in die Mitte, dass eine Hälfte der beiden die andere etwas überlappt. Schritt 3. Nehmt das erste der Lumenbänder und bindet es so oft um das Band, ungefähr so, bis es nicht mehr weitergeht. Schön fast fertig. Schritt 4. Nehmt noch ein Lumband und zieht es durch eine Schlinge von dem vorherigen Lumband, das ihr um die Schleife gewickelt habt. Dann müsst ihr es zu einem Knoten binden. Das geht ungefähr so. Dafür legt ihr die eine Hälfte des Bandes über die andere und zieht es einfach nur fest. Jedoch so, dass es so nah wie möglich vom anderen Band anliegt. Jetzt müsst ihr das Band nur noch euren Tierchen anziehen und schon seid ihr fertig. Je größer ihr die Masche machen wollt, desto Je größer ihr die Masche machen wollt, desto einfacher geht es. Und genau so könnt ihr auch viele andere Maschen machen. Hier habe ich noch eine mit dunkelgrüner Spitze, eine mit buntem Band, eine weiße mit mattem weißem Stoff, eine hellrosane glänzende, und auch eine dunkelrosane glänzende Masche. Für extravagante Schleifen könnt ihr sie auch noch verzieren oder ein Band mit eingezogenen Glitzerfarben verwenden. Auf hier habe ich noch solche goldenen Perlen und, wie ihr seht, goldene Blätter aufgeklebt. Natürlich ist so eine Masche eher für weihnachtliche Anlässe geeignet. So. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr lasst vielleicht ein Like oder ein Abo da. Ciao!